Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Das Kapitel Trennung spielt nach diesem Kondensator und kurz vor der CIA, wenn wir nochmal an die Zeitlinie denken. Und ja, mal gucken, ob wir was spüren. Ich werde einfach mal zuerst das Foto nehmen. Na? Fühlen wir irgendwas, Jody? Also so Alten kann ich nicht wechseln, ich leg's mal hin. Gut, dann nehmen wir mal die Kiste. Kannst du was sehen, Alten? Ich guck mal hoch. Unter den Tisch wollte ich eigentlich nicht. Ich kann irgendwas mitmachen. Ah, ja, dieses Spiel. Wo sind meine anderen? Ach, da unten, okay. Schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Es war undeutlich. Ich konnte gar nichts sehen. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan! Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Also eigentlich wollte ich ihm ja sagen, dass ich was gesehen habe, aber irgendwie habe ich anscheinend den Button zu spät erkannt und dann hat Jody für mich geantwortet. Na gut, wird jetzt nicht so tragisch sein, dass wir ihm das verschwiegen haben. Ein bisschen ärgerlich schon, aber egal. Jody sieht ja irgendwie viel besser aus mit den langen Haaren, oder? Kann man sagen, was man will. Sieht echt top aus. Gut, ich glaube, ich werde sie mal von diesem Sitz hier befreien. Und von diesem Teil da. Ja, jetzt konnte ich mir das in der Mitte gar nicht mehr angucken. Aber na gut. Ja, Jody, du kannst aufstehen. Okay, unser guter Nathan war irgendwie nicht so... Wie soll ich sagen? Wirkte irgendwie nicht so... freudig auf den Besuch gerade. Hat ein bisschen grimmig geguckt. Na gut, ich rede mal mit ihm. Na, nimmst du mir das mit der Party noch übel? Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade, Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Ja, und das Ganze heißt ja Trennung. Ich vermute, dass es einfach darum geht, dass Jody nicht länger bei ihm sein kann. Ich würde doch vorschlagen, lauschen wir doch mal eine Runde. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben. Er beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Genau, aber jetzt will ich erstmal ein bisschen lauschen. Ich glaube, das ist spannender. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Herrgott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir, oder muss ich sie holen?
Oh, ich will aber nicht. Kann ich mich verstecken oder so? Na gut, es ist ja unabwendbar, weil wir wissen, dass sie letztendlich bei der CIA landet. Ich denke mal, dass das die CIA ist. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Ich will nicht. Ich will nicht zur CIA. Die mögen mich später nicht mehr. Da muss ja auch noch ein Kapitel kommen, wie es überhaupt dazu kam. Das ist immer noch eins der großen Fragen, warum wir ja auf einmal so eine zur Gejagten wurden. Na gut, aber ich muss halt. Es bringt ja auch nichts, hier ewig lang die Experimente mitzumachen. Das hat den Doc jetzt eigentlich noch nie so wirklich weitergebracht, oder? Jetzt werde ich nur für meine Fähigkeiten ausgenutzt. Das ist ja echt toll. Naja, gut. Ich werde hier wohl nichts mehr machen können, oder? Ist ja eh schon alles entschieden. Ich gucke nochmal mit Aiden eine Runde. Vielleicht kann ich den Typen irgendwie verärgern oder verängstigen, dass er mich in Ruhe lässt. Oder einfach töten. Nein, das macht er nicht. Könnte ich da irgendwas... könnte ich dich ärgern oder so? Nein, ich kann euch nicht ärgern. Tja, wie sie jetzt hier warten und warten. Auf eine Lady muss man schon mal warten. Gewöhnt euch dran. Vielleicht finde ich ja eben noch so einen Bonus. Ich habe schon ewig lang nicht mehr so ein komisches Bonusteil gefunden. Wahrscheinlich sind die Dinger super toll versteckt. Wodurch ich nichts finde. Da, vielleicht hier drin. Irgendwo. Nein. Kann ich da irgendwas manipulieren? Wer weiß, vielleicht kann ich es später manipulieren. Ach, nichts kann man machen hier. Na gut. Dann werde ich halt zu den Herren gehen. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier, wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Natürlich, ich weiß. Das ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Ja, total. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich mache hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Du kannst mich mal. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit Aiden hier. Ich wollte einfach nur verbal ein bisschen. Und zwar sofort. Ja, nutzt mich halt aus. Du hast für mich. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ah, der Kerl nervt mich jetzt schon, ey. Aber Nathan tut mir auch irgendwie leid. Man merkt ja eindeutig, dass ihm Jody doch sehr wichtig ist. Er leidet auch drunter. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Wie viele Jahre war sie hier? 10 Jahre oder so, würde ich schätzen. Wir haben echt viel mitgemacht hier. Und man muss sich das wirklich mal jetzt vorstellen. Sie kennt nichts da draußen. Beziehungsweise, was sie kennt, war immer nur Schmerz und Unsicherheit und einfach alles nur Scheiße. Und jetzt wird sie gezwungen, ja,
den einzigen Ort zu verlassen, wo sie eigentlich immer mehr oder weniger willkommen war, auch wenn das halt mit Experimenten und so halt auch so eine Sache war. Ach Mann. Das ist alles so tragisch. Na gut, das Heulen bringt nichts. Ja, was soll ich eigentlich mitnehmen? Nur das Nötigste. So viel Zeug, dass wir jetzt einfach hier lassen müssen. Das ist ja auch irgendwie blöd. Ich krieg gar keine Interaktionspunkte, was ich mitnehmen könnte. Wahrscheinlich nur meine Tasche oder wie. Habe ich schon fertig gepackt. Das ist alles stehen und liegen lassen ansonsten. Ist ja auch kacke. Kann ich noch irgendwas machen? Mal mit Aiden kurz drüber gucken. Was haben wir hier? Was können wir hier machen? Wieder Terror oder was? Ich will jetzt keinen Terror machen. Oder ist der warm, Aiden? Ach nee, komm, das bringt jetzt nichts, hier alles rumzuwühlen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee. Klar, ich war ein bisschen fies vielleicht zum Doc und wollte ein bisschen wütend sein, ein bisschen... Aber ich finde, das passt auch einfach nur. Dass man das nicht sofort akzeptiert, was hier abgeht. Ja, wenn hier sonst nichts ist... Oder kann ich jetzt, wenn ich die Tasche habe, kann ich jetzt irgendwas noch mitnehmen? Wo ist eigentlich dein Stofftier? Guck mal, das ist immer noch da. Willst du das nicht mitnehmen? Ja. Na komm, das nimm mal mit. Wir nehmen nur den Hasen mit, komm. Ja, pack ihn ein. Der CIA-Agent, der kann mich mal hier. Ich nehme mit, auf was ich Bock habe. So, noch was? Wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt Ending-relevant, dass wir den Hasen mitnehmen. War da nicht noch ein Punkt da eben beim Bett? Oder könnten wir einfach uns... Da, ja. Oh ja, so ein Foto nehmen wir auch noch mit. Komm. Der Erinnerung zuliebe. Komm, nimm mit. Das ist sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann noch den Fernseher und vielleicht noch ein paar Klamotten. So, dachte ich schon, ey, dass die nichts mitnehmen will, kann ja nicht angehen. So, Kleider sind gepackt. Vielleicht noch irgendwie, Hygienemittel. Ach, Judy. Also, ich weiß, du bist am Heulen, aber lauf doch mal richtig. Genau, pack alles ein. Alles, was die Tasche hergibt. So, noch etwas hier? Ich denke ja mal nicht. Es gibt gleich Gemecker, weil ich so lange brauche. So, was haben wir hier? Was ist das? Oh, also manchmal... Ach ja, meine ach so tolle Familie, die mich im Stich gelassen hat. Nö, die brauche ich nicht. Ich wette, die haben mich in all den Jahren kein einziges Mal besucht. Gut, vielleicht durften sie es nicht. Beziehungsweise, ach ja, sind ja umgezogen. Oh, ja... Habt ihr mir Briefe geschrieben? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich mag euch nicht. Okay, ansonsten? Noch etwas? Ich denke, das war's jetzt. Vielleicht in dem Schrank noch gucken? Nee. Mit Aiden nochmal kurz schauen. Ja, Aiden ist total wütend, während Jody nur am Heulen ist. Weil Aiden will hier nur zerstören, wenn ich das so richtig sehe. Hatte ich hier noch? Lass mich allein! Okay. Ich kann aber auch nichts dafür, Mensch. Ich gehe mal gucken, was die anderen Idioten so machen. Tja, das war's mal mit dem Arbeitsplatz, ne? Wie heißt der eine? Unser Assistent, der kann sich auch eine neue Arbeit suchen. Beziehungsweise einen neuen Auftrag. Tja. Das Sportspiel interessiert auch niemanden. Nein, ich will hier nicht anfangen rumzuzerstören. Das ist jetzt total... doof. Na gut, dann werde ich wohl gehen. Tja, wenn bleiben was bringen würde. Ach Mensch. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann.
Du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Ach, tragisch. Und wir wissen ja bereits, dass sie eine lange Zeit nicht mehr zu Nathan kann. Kommen wir zum Abendessen. Das spielt zwischen Botschaft und Gejagt, okay. Da gucken wir noch ein bisschen rein. Ja, Mensch. Irgendwie tragisch das Ganze. Schon wieder der Boxkampf. Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Ja Mensch, das klingt doch mal super. Zieh dir was Schickes an. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Sorry. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe 1 Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Oh mein Gott. Ob wir das schaffen innerhalb 1 Stunde? Wahrscheinlich haben wir jetzt echt einen Zeitdruck und wir haben jede Menge zu tun, wenn ich mich hier so umschaue. Also schlecht geht's eher nicht, wenn ich mir das so angucke. Ich meine, klar, nach der Botschaft, da hat sie ja auch bisher einen super Job gemacht. Nur dann hat's halt aufgehört. Und was ich vorher noch sagen wollte, es ist ja auch klar, dass sie da nicht zu Nathan konnte, wenn das Ganze auch der CIA gehört. Ja, dann wäre es ein bisschen schlecht, dann wäre sie ja auch sofort aufgeflogen. Deswegen Nathan leider als Vertrauensperson verloren, Ryan viel später wahrscheinlich auch, aber momentan ist es ja ein echt netter Kerl und ich würde sie echt mal gönnen, dass sie mal hier so einen Freund abbekommt, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, aber wenn wir den auch behalten wollen oder erstmal bekommen wollen, dann muss ich mich erstmal um mich selbst, um das Essen und um die Wohnung kümmern. Und ob das klappt, das sehen wir erst das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beyond Two Souls.